Hi und willkommen, mein Name ist Adi Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind wieder im Abenteuermodus mit Peach diesmal und ja, guck ich doch mal an. Ich habe andere Geister ausgerüstet und hoffe, dass das es bringen wird. So, ich habe außerdem offscreen einige entwickelbare Geister noch hier auf Level 99 gemacht mit Hilfe von Snacks und gucken wir mal, so was die sich alles entwickeln. Nicht irgendwas Gutes. Was zum Andros, wahre Gestalt, Notfall, alles okay. Was noch? Wo sind sie alle? Boah, geht doch nicht immer runter. Gewandtes Hooper, Pokémon, Alter, Hebe und Meteorangriffe. Gut, so, bei ihnen habe ich schon irgendwie so einen Verdacht. Ja, schon im Bild gesehen. Kapitän Toad. So. Ja, auf sie freue ich mich am meisten. Tiki. Awesome. Ah, nur Level 3. Nagas Stimme. Ja, okay. Oder 5000 Jahre alte Tiki alt, ne? Und Buddle D. Mit dem Speer jetzt. Schlag-Items. Gut. Evolvierbare Geister scheinen minimal nur auf, ne, der ist Level 2. Ich dachte, minimal ist nur Level 3. Okay, gut. Mal ehrlich. Und gehen wir mal hier rein und gucken, was hier ist. Das ist ja eine ganze Dungeon. Hm. Ja, Gourmet Race Musik. Okay. Genau, willst du von mir, soll ich so viele Sachen wie möglich einsammeln oder was? Okay. Gesammeltes Essen 6, neuer Rekord. Und ich habe nur Level 3 oder so. Den habe ich gerade hochgeballert. So, ich habe hier diese Zelda ausgerüstet als Geist, weil die gibt Unmengen an Verteidigung. Und das klingt doch nicht schlecht, ne? Ich glaube, Smash Aufladerate hat sich, habe ich mit den Sea Sirens erhöht, ne? Also ja, dürfte es hoffentlich ein bisschen einfacher machen. Hoffe ich. Und ich muss mal gucken, ob ich Items einsetzen kann im Abenteuermodus. Das würde es gegen einige 4-Sterne-Gegner sehr viel einfacher machen. Dann könnte ich die sogar besiegen. Da muss ich ja noch mal zurück und dann machen oder was? Anscheinend zurück zum Eingang. Okay. Alles klar, ich muss so viel Essen wie möglich einsammeln. Ich verstehe. So, 6 habe ich gerade eingesammelt, ne? Mal hier lang. 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, hier ist besser. 7, 8, 9, 10, 11. Sammelt das Essen 11. Platz 1, ja, Kämpfer. Und es ist, ja, ich habe es gewusst. Was fehlt mir aber noch für Platz 2? Und irgendwie so 8 oder so bekommen. Mit meinen Hintern weggekickt. Was mache ich hier? Hat. Mein Gott, warum ist denn er so schnell? Na gut. Tschüss.
hat. Also wieder haben. Dreck. Tschüss. Warum setzen die halt immer in der Luft ein? Wir gerade reinkommen. Und Peach wäre eigentlich nicht schlecht gegen einige Geister. Ne? Die kann sich ja heilen mit ihrer Smash. Ihre Ultra Smash. Was hat auch den sein ist er? Probier. Okay. Ich zeig dir mal, wie das geht. So, boom. Mit der Kelle weg. Gut. Könnte die Idee. Finde ich gut. Schön, so jetzt muss ich aber nur noch Platz 2 hier holen, ne? Mache ich denn das? Also aber kurz dann diese Dungeon, ne? Ich hatte 6 und ich hatte 11. Ich nehme an 8, ne? Ja, okay, ist gut. So, nehmen wir mal 1 2 3 4 5 6, 7, 8, komm. Okay, bin ich nicht gut. So, Koch Kawasaki. Oh nee. Warte, ich habe aber irgendwas hier vorbereitet. Da ist sogar Anti-Helfer. Ja, versuchen wir mal. Den kann man ja, glaube ich, kaputt hauen, ne? Wie gut, dass so viel Vision von diesem Lied gibt. Ich finde das voll gut. Kann er wahrscheinlich nicht angreifen, ne? Das ist ja wahrscheinlich wieder. Aber meine Ultra Smash, die kann mich ja heilen, ne? Ja. Hat er meinen Hintern abgeblockt, ey. Ja, pass auf deinen eigenen Hydranten, ne? Oh, Pfannkuchen. Ja, mein Hintern ist genauso stark, ne? Wieder 0%. Boah, Junge. Nein, der heilt sich ja gleich wieder hoch. Pass auf. Der hat schon wieder 0%. Komm her. Mann, das wollte ich eigentlich nicht. Boah. Oh, dieser Pisser, der hat meinen Pfirsich da gegessen. Ja, wenigstens kommt dieser eine Typ nicht mehr. Boah, Junge. Nein, boah. Finger weg von den Klößchen. Das gibt's doch einfach nicht. Alter, kannst du mal aufhören damit? Wie oft der jetzt schon perfekten Dings eingesetzt hat, ey. Boah, Junge, der hat sich schon. Klappt so nicht mit Peach. Boah. Ich kann keine Kampf-Items einsetzen, so wie das ausschaut. So, Anti-Helfer bringt es irgendwie nicht so, also irgendwas mit Schaden, also gib mir einen anderen Charakter. Also, richtig dämlich hier diese Ecke hier. So, ich will das hier erledigen, dann muss ich ja nicht mehr noch mal rein. Ich vergesse ich das nämlich. So, der haut. Der faucht mich nur einmal kurz in der Pfanne und dann war es das. Nicht gut.
Warte. Verpiss dich. Hey. Gott. Oh, warum ist das so schwer, ey? Alter. Da weicht ja jeden Angriff aus, ey. Oh. Komm her. Oh nein, das ist jetzt nicht wahr. Meins. Was? Weißt du, davon kann ich gar nicht essen. Was soll das denn? Oh, Junge, wieso habe ich so Probleme gegen den? Wann ist Pac-Man so gut? Ist das? Oh mein Gott. Also nicht wortwörtlich. Also geht mir nämlich vor auf Nerven. Ja, jetzt bin ich tot. Ah, oh, ist das ein bekackter Kampf, ey. Ich wusste, hätte ich immer mal eine Ultra Smash getroffen, ne? Die Level macht es auch nicht gerade besser. Du verpiss dich. Verpiss dich. Kein Bock auf dich. Warum fliegt denn er jetzt so einfach raus, ey? Oh nein. Weil direkt darunter. Okay, gut. Ich hab den in den Boden gestampft. Der ist natürlich rausgeflogen, gut. Bin ich gut, danke. Komm, weiter. Oh mein Gott. Da war wieder mehr Glück als Verstand. Da kann man ja noch irgendwas anderes machen. Sieht nicht so aus, ne? Ne. Okay. Und was das halt mit dieser Welt, dieser Dungeon, sag ich mal, oder auch nicht? Also Abkürzung. So, jetzt müssen wir uns wieder hier Leute herauspicken, die wir vielleicht oder vielleicht nicht kaputt kriegen. Reduzierbarkeit für alle. Was möchtest du gerne? Lädt sich schneller auf. Zum Glück ist der Ultra Smash von der nicht so krass, ne? Ultra schneller, also meine Ultimate tut sich jetzt auch schneller. Was machst du jetzt? Okay. Ja, Katapultierbarkeit für alle, ne? Also auch für dich. Nein. Finger weg von dem Teil. Habe ich eben dein Luma kaputt, ne? Ja, pff. Boah. Also er bringt jetzt voll, ja. Ja, super. Oh, Junge, ehrlich. Habe ich eben einen Luma kaputt. So, jetzt aber komm. Warum treffe ich nur dich? Was ist das? No. Das ist auch voll der nervige Kampf, ey.
War ehrlich? Boah. Boah, komm doch mal her, danke. Alter, jetzt wird das noch nerviger, hab ich das Gefühl. Ja, aber voll bescheiße. Jetzt geht's doch voll auf mich los, ist klar. So, jetzt komm. Da wollte schon sagen, wenn jetzt. Okay, die hat den Stern nur eingesammelt, aber ist runtergefallen. Sehr gut. Das wäre es ja gewesen, wenn sie jetzt den Stern eingesammelt hätte. Wenn ich auf sie drauf hammer. So, oh, hier kann man sogar noch weiter. Oh, da ist. So, jetzt muss ich mir echt hier wieder herauspicken, was ich noch alles erledigen kann, ne? Ja, James McCloud, den kriege ich nicht down, das weiß ich. Ich habe da unten, wo Wasser war, ne? Da war noch einiges zu erledigen. Was ist hier dann noch? Ah, noch so ein Dingen. Ne. Also Level 4 Gegner würde ich mir doch noch ein bisschen aufbauen. Da ist noch ein Kämpfer. Den müssen wir uns holen. Oder die. Was ist das hier? Erhöht Sprungkraft für Gegner. Das ist. Das klingt nicht so krass wie alle anderen Sachen, die ich bisher noch machen muss. Also ja, das schaffen wir schon. Ja, Glurak ist natürlich wieder nervigste hier. Oh Gott. Oh, lass mich doch mal. Linda hat noch keinen einzigen Schaden. Alter, lass mich mal was machen hier. Boah, wie habe ich die bisher noch nicht getroffen? Wo frisst das? Mann, was ist das? Oh. Einer rennt weg, einer geht voll hyperaktiv von mich los. Ey. Das kotzt mich so an. Ohne, warum ich das noch nicht gemacht habe. Und dieser, bis der Kampf beginnt, ne? Und der macht schon direkt den Kack. Ja, jetzt geht's auf mich los, ne? Ja, das ist aber schon klar. I'll end you. So, mir gegen die Fresse. Du musst raus. Jetzt ganz ehrlich. Dieser Pisser. Hey, die ist weg. Ich hab gewonnen. Flieg raus. Boom. Mitten gegen die Fresse. Ja, war gut. So mitten gegen die Backe geknallt hat. Das bringt dem Handoben auch wieder hinauf. Okay. So, Brutalander. Noch ein. Oh, Sturmwarnung. Aber nicht unterbrochen, oder? Ich muss schon wieder gegen Glurak kämpfen. Ne? Alter. Hört auch wieder auf. Okay. Hat schon wieder geklappt. Ich habe eine neue Strategie mit König DED herausgefunden. Wie noch nie jemand anders vorher gekommen ist wahrscheinlich, ne? Wen haben wir? Pokémon Trainer. Das ist nicht unbedingt den Charakter, den ich haben will, aber was soll's. Haben wir drei Charakter im einen, mehr oder weniger. Hätte ja auch eine große Rolle gehabt im Story Modus vom Brawl damals. Okay. Hey. Was ist das? Oh, der Panzer geknackt.
Ja, das war einfach. Schön. So. Ah, und jetzt können wir dadurch. War ich ja schon mal? Glaub nicht. Hallo. Obwohl, hier war ich, glaube ich. Das war Donkey Kong, ne? So, irgendein Gegner. Perfekt. Denn. So, wo haben wir denn noch was? Das ist jetzt hier so, wir müssen hier alles suchen. So, da ist noch was. Da sind zwei Sachen. Da ist noch was. Da war ich noch gerade. Ja. Mal gerne irgendwie so herausfinden, wie viele Sachen insgesamt man haben kann. Wie viele Gegner man retten kann. Und irgendwo fehlt mir in der Mitte doch noch ein Shop. Irgendwo hier, ne? Muss doch irgendwo da sein. Oder bin ich jetzt ganz blöd? So, hier im Wasser sind doch bestimmt auch noch irgendwo welche, ne? Ich habe nach links gedrückt, Kollege. Ey. So, fürs Knollenauge. Eine Riesenverwandlung für Gegner. Das kriegen wir doch bestimmt hin, wenn wir einen passenden Kämpfer haben, ne? Wie zum Beispiel Duck Hunt Duo. Das ist immer so der Charakter für solche Gegner. Oder ich kann Oli mal nehmen, ne? Ich konnte dann einfach den die Pigments auf den werfen, ne? Würdest du auch bringen, glaube ich. Aber auf so eine Level. Ich hätte mein Heilding mir einsetzen sollen. Ja, wenn du nur das machst. Weg. Oh, geh doch mal ein bisschen weg von mir. Alter. Boah, der macht natürlich wieder nur diesen Eingang. Ja, da wollte ich dich einsetzen. Oh, besser. Ah. Dingens hier. Teamladen. Heilung. Nochmal. Boah. Junge. Boah. Der ist voll unfair, der ist so breit, nicht? Wie soll ich denn an den herankommen? Boah. Ja, okay, Mann. Alter. Warum konnte ich nicht mehr? Oh, ich brauche einen anderen Charakter. Wie bringt Duck Hunt nicht so eine Idee, wen ich nehme? Oh, den seine Schüsse tun sowieso nicht die Gegner. Ist dann also und Reflektor, genau. Boah, was mache ich hier eigentlich? Ja, doch voll einfach hier sein. Oh, warte mal, ja. Jetzt kommst du natürlich. Mein Gott. Boah, Junge.
Oh Junge, das gibt's. Alter, hör doch mal auf damit. Oh. Na komm. Ey, immer wenn ich gerade Reflektor bereit bin, ne? Was ist das? Ja, jetzt hab ich das noch schafft jetzt hier. Oh. Kotzt mich ja schon wieder so an, solche Kämpfe. Ja. Ich muss einfach auf den draufballern. Geht nicht anders. Er macht sogar halbwegs viel Schaden. Zwiebel? Was? Warte mal, wenn ich den abschieße und dann... Boah, Junge, lass mich doch mal vorbei. Boah, ist so frustrierend, ne? War schon wieder bereit, aber hat er natürlich nicht glatt gemacht. Oh Gott, ey. Kann ich ja noch machen. Warte mal, ich hab hier Franklin Badge. So, komm her. Oh, ist natürlich schlechter gegen den. Gut, jetzt müsste ich automatisch reflektieren. Komm, schieß auf mich. Aber du schießt jetzt nicht mal auf mich, weil ich das Ding ausgesetzt habe. Willst du mich verarschen? Der schießt jetzt nicht mehr auf mich. Doch, du da. Mein Franklin Badge schon wieder weg. Alter. Das lag da am Boden. Was? Oh nee, ne. Komm, 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 komm. Oh, da ist so was von unfair, ey. Und ich konnte schon wieder nicht. Danke. Und er fängt dann auch direkt wieder ein. Ne? Das ist ja noch schlimmer. Ey, wie soll ich einige Charaktere hier besiegen? Das ist doch vollkommen unmöglich. Boah. Ich setze doch hier schon alles ein, was ich einsetzen kann. Boah. Boah, treff mich doch nicht die ganze Zeit, Mann. Versuchen wir mit Olima. Alter, ey. Was ist das für ein Dreck? Ich glaube, ich muss Olima wirklich auf den werfen. Das hat so gedacht, dass man das so machen muss. Anders wüsste ich nicht, wie man den erledigen kann. Das ist unmöglich. Ich habe einfach meine Pikmin jetzt auf den. Die machen dauerhaft Schaden, ne? Ja, super, funktioniert nicht. Ja, und der haut die anderen kaputt. Was ist das? Oh, der haut die kaputt, bevor ich. Was zum Teufel? Wie viel Schaden habe ich gegen ihn gemacht? Komm, geh kaputt. Nein. Komm her. Na, warte. Was ist das? Der ist immer noch am Leben. Das gibt's jetzt nicht. Nein. Nein, ich bin tot. Dreck, ey. Ja, komm. Oh, ich kann da nicht. Ich habe so viel Schaden gemacht aus irgendeinem Grund. Gut geheilt. Warte. Oh, na warte, du.
mein Lila nach Pikmin so viel Schaden gemacht oder was war das? Dreckspisser. Ey. Ich treffe den nicht damit. Oh, danke. Aber das ist irgendwie das Beste, was ich hier gerade machen kann. Wenn er halt nur nicht so viel Schaden machen würde, ey. Wie habe ich gerade so viel Schaden gegen den gemacht? Alter, ich krieg so mal Kotzen gegen den. Hey. Wie habe ich gerade so viel Schaden gegen den gemacht? Oh, du Pisser, komm her. Ich hol dich jetzt einfach so kaputt. Hier, komm. Warte mal, ich habe eine Idee. Warum habe ich nicht vorher daran gedacht? Mann. Mein Gott. Der war doch gar nicht so schwer. Boah, was habe ich mir wieder so einen Stress gemacht, ey. Ah, das hatte ich schon, das Viech. Dreck. Komm, was ist da unten noch? Da kriegen wir auch noch. Da rechts war irgendwie was noch, ne? Bin jetzt gerade richtig dran. Dann haben wir hier das auch erledigt. Kaporiki. Weil der Boden lähmt Gegner. Dagegen habe ich doch was. So, wo ist es? Wir haben kein Elektroboden-Ding gemacht. Willst du mich verarschen? Oh nein, nicht Olima. Das war nicht, welcher Gegner da jetzt gerade war, aber keine Ahnung. Oder hier Toon Link. Mit dem ich gut bin. Ich weiß jetzt nicht, was der Gegner alles hat, ne? Also. Merke Elektroangriff für Gegner. Es scheint nur bestimmt Pokémon aus Pokéwellen. Ah. Oh, da ist gar nicht so ein Ding. Okay, ist gut. Alter. Ich mal Schaden gemacht bisher. Oh. Ein nerviger Kampf, oder? Ja, warte, ich krieg dich trotzdem kaputt. Glaub mal hier. Hast du nur diesen Angriff? Nein. Blick raus. Keine Lust mehr. Tschüss. Nein. Was mache ich mir überhaupt Gedanken? Ich kann doch hier rumlaufen. Ich hab doch Anti-Dingens. Boah, Pikachus. Blöde Spammerei mit diesem Angriff, ne? Ach ne, boah. Also jetzt bin ich so verdammt mal Link hier gewöhnt, dass der nur noch seinen blöden Pfeil hat, ne? Und boah, kommt zum Mana runter. Tschüss. Danke. Oh Gott. Frustration gerade. Impuls ist auf 180 oder irgendwie sowas. Ah, okay. Haben wir das geschafft. Die Insel ist auch frei von Gegnern, außer da drin ist noch irgendwas. Schnapp ich mir jetzt auch noch. Wie gesagt, hier ist nichts mehr. Gut. Gut.
Alles klar. Gut, die Ecke haben wir abgehakt. Ne. Ja, sieht so aus. Also gut. Dann gehen wir mal zurück. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. Weiß genug. So. Felder bewältigt. 353. Kämpfer gerettet. 41. Alles klar. Gucken, wie weit das noch geht, ne? Na, wir gucken jetzt noch mal im Shop nach, ob wir da was Neues kaufen können und so. Ich krieg jetzt hier nur noch billige. Aber die ich alle noch nicht habe, ne? Na, langsam muss ich ja mal sparen für die ganz dicken Dinger. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's. Obwohl, gucken wir noch mal. Wenn wir schon so einen langen Part machen, dann gucken wir ja bei Einkaufen, vielleicht sind da ja Wissensjuwele und so. Ist gar nicht aufgefüllt, was? Den haben wir schon. Die. Oh, wow, hier sind mal echt neue Sachen. Kung Fu Kong, 50%, ja, warum nicht? Nein, wir kommen. Nein. Keine Lernjuwelen, gut. Und was das für diese Folge? Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.